Gut, geforscht wird, hoffe ich. Ja, geforscht wird, das ist fein. Hier könnten wir Wasser produzieren. Hier sind wir sowieso am Buddeln. Da tropft das alles nach unten, genauso soll es sein. Graupelweizenkorn, da könnten wir nämlich auch schon mal, wenn wir die nämlich hier anpflanzen, haben wir gleich schon mal wieder ein bisschen mehr zu essen, beziehungsweise können wir daraus feine Sachen kochen. Das ist schon mal ganz gut. Bisschen Wischi nochmal. Gemeisterte Berufe? Wer ist dein Meister jetzt? Frank M. Bewältigte Minenarbeiteraufgabe. Frank ist jetzt halb Meister. Meister. Also wenn ich ihn dazu befördere, ist er Meister. Ja, wieder Schlafenszeit. Hat sich das eigentlich mit der Moral, hat sich das ein bisschen gebessert? Auch nicht wirklich. Doch hier. So ein bisschen Moral ist besser. Duplikant plus 1, Speisesaal plus 3. Okay. Ja, wo war das jetzt da? Speisesaal plus 3. Komfortable Baracken plus 1. Plus 1, Entschuldigung. Vorschrift Break über durchschnittliche Dekoration plus 3. Okay. Nettes Badezimmer plus 1. Fürchterliche, was stand da gerade? Fürchterliche Mahlzeit 0. Ja, da, am Essen müssen wir noch ein bisschen was tun. Also da müssen wir noch ein bisschen ran. Vor allem Pity ist ja total übermotiviert. Braucht eigentlich nur eine Moral von 4, hat aber 13. Als Koch. Da können wir mal schon mal eher gucken, ob wir da vielleicht nicht mal befördern. Da würde sich das schon mal lohnen. Der Pity. Der Pity. Der Pity als Koch. Chefkoch. Und der hätte dann 12. Plus 2 auf Kochen. Kochen am Elektrogrill. Das ist schon... Wir riskieren es mal. Wir riskieren es einfach mal. Pity braucht mal einen Dämpfer, was? So, gut, das haben wir auch. Ah, hier müssen wir schon wieder wischen. Das ist nämlich das ganze Eis, was wir nämlich hier geschmolzen haben. Nee. Der Muffy freut sich. Ich freut mich. Chlorgas. Also ganz ehrlich, Bizeps, da kann ich dir gar nicht mal so gerade eine Auskunft zu geben. Wasser war immer so ein bisschen mein Problem. Auch immer dieses Ganze mit dem Chlorgas, was du eben gerade so sagtest. Also da fehlte mir so ein bisschen bis heute die Strategie, was das Reinigen von Wasser angeht. Ich habe eigentlich immer das Problem gehabt, dass es entweder meine Basis an Wärme zugrunde gegangen ist oder tatsächlich eben halt an Keim. Und das ist, da muss ich erstmal gucken, wie ich das von vornherein in den Griff kriege. Da muss ich mir nochmal eine Strategie ausdenken. Mit Chlorgas ist natürlich so eine Sache. Ich muss mal sehen, wie ich das mit Chlorgas am besten hinkriege. So, das ist natürlich warmes Wasser. Das wundert mich aber echt hier auch mit dem Vulkan. Das ist... Analysieren. Mal gucken, ob ich das schon analysieren darf. Haben wir das in den Berufen drin? Landarbeiter, Forschung. 2 auf Lernmerkmal, geografische Analyse, Forschung am Supercomputer. Professor, Forschung, Merkmal. Virtual Planetarium Research. Also wir können es zumindest schon mal erforschen. Mal gucken, ob die Redmo das gebacken bekommt. Ich glaube, Redmo war das, ne? Die hier forschen konnte. Hier läuft auch schon das ganze Wasser hier rüber. Auch schon wieder. Wischi, wischi. So. Wie schaut's denn hier? Ihr müsst mal hier bauen. Ihr müsst hier bauen. Dr. Redmo. Genau, Dr. Redmo. Wir können ja eigentlich schon mal... Hier ist es ja schon relativ kühl. Hier könnten wir eigentlich schon mal vorsehen, dass wir hier die Generatoren hinbauen. Die Generatoren können wir eigentlich schon mal hier hinbauen. Das ist natürlich immer noch die Frage mit den Batterien und mit den Generatoren. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Überhitzungsschutz ist eigentlich, glaube ich, nicht so das Problem. Ich baue die mal ein bisschen mehr so zentraler rein.
Dann machen wir auch gleich mal ein paar Batterien noch dazu. Eins, zwei. Jetzt wird das nicht angezeigt. Warum nicht? Jetzt aber. Verdammt. So, 1, 2, 3. Bauen wir hier noch einen Generator. Kann ja nicht schaden. Sollte nicht schaden. So, da vielleicht mal Batterie. Mal gucken, ob das hinhaut. Ist auf jeden Fall im kühlen Biom. Das sollte eigentlich so fruchten. Leider nicht angezeigt, wer gerade gefollowt hat, mutmaßlich. Mist. Wird hier nicht angezeigt. Sauerei. Gut, dann können wir schon mal nämlich die erste Versorgung machen. Wir brauchen allerdings noch Metall, dieses raffinierte Metall. Haben wir das schon erforscht? Ich glaube nämlich nicht. Veredeln. Das ist, glaube ich, unter Veredeln läuft das. Steinzahnmaler, das müssten wir haben. Brauchen wir auch Strom für. Vielleicht hier einen Zahnmaler hinstellen. Bauen wir hier mal hin. Ah, jetzt wird es angezeigt. Die Maggie, ich will hoffen, dass ich das so richtig ausspreche. Oder Maggie, das herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Follow und vielen Dank für deine Unterstützung. Und herzlich willkommen und überhaupt und generell. Und ja, viel Spaß. Viel Spaß, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. So wie alle anderen natürlich auch, die schon länger dabei sind. Ja, Strom brauchen wir noch. Ich hätte hier ganz gerne dieses Kabel gelegt, aber das ist natürlich jetzt schwierig. Ich muss da, glaube ich, erstmal Starkstrom kommen. Wattzahl. Das könnten wir tatsächlich schon mal legen. Dafür brauchen wir eben kein 20 Kilowatt. Maximale Energie 20 Kilowatt. 20 Kilowatt. Und der hat, glaube ich, auch 20 Kilowatt, ne? Ne, maximale Energie, Gottes Willen, 2 Kilowatt. Aber das wäre schon mal gar nicht verkehrt. Dekoration minus 25. Dekoration minus 20. Veredeltes Metall. Veredeltes Metall wurde noch nicht entdeckt. Aber veredeltes Metall müssen wir doch herstellen. Also entdecken können wir es insofern ja nicht. Zur Vermeidung von Überlastung können wir natürlich mit einem Starkstromkabel verwendet. Dann machen wir doch erstmal das. Huch. Dann machen wir doch erstmal. Ach, das geht ja gar nicht. Ah, das geht ja gar nicht. Natürlich geht das nicht. Nein. Stimmt, das geht ja gar nicht. Dann müssen wir wieder nach oben weg. Stimmt, das ist ja... Oh. Müssen wir auch das noch machen. Eieieiei. Da brauchen wir wieder... Achso. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir halt hier raus. Gehen dann hier rüber. Nein. Oh, ehrlich jetzt. So. Dann machen wir das anders. Dann machen wir es halt anders. Können natürlich auch gerade durchgehen, aber es ist jetzt erstmal egal. So, Gold. Dann hier runter. Da lang. So. Da kriegen wir erstmal die Zuleitung fertig. Ah. Das spart viel Kohle. Automatisierung. Können wir machen. Das können wir machen. So. Ich mache hier, glaube ich, mal mit Kupfer mal weiter. So viel Gold haben wir nun auch nicht. Naja, gut, ein bisschen Gold am Garn haben wir ja schon. Wusste ja nicht. Ich baue das nochmal kurz ab. Und dann bauen wir uns da gleich so eine Brücke hin. So ein Starkstromkabel. So eine Starkstromkabelbrücke. Dahin und dahin. Zack. So.
Oh, gut, dann gehen wir hier, dann eine Batterie, das haben wir schon da. Dann gehe ich doch mal gerade mit einem Kabel da dran. Spielst du extra auf Englisch? Hatte mir gestern direkt den Deutsch-Mod auf Steam geladen. Viel verständlicher als das Spiel gerade für den Anfänger. Ja, genau. Nee, das ist vollständig übersetzt. Das ist natürlich noch nicht von der Mod. Ne? Aber es kommt nach und nach, kommt halt immer mal was dazu. Da muss man auch sagen, da machen sie richtig gute Arbeit. Aber es dauert eben halt manchmal, bis gewisse Sachen halt auf Deutsch übersetzt sind. Ich denke mal, die warten jetzt auch ab, bis das offizielle Update kommt und dann werden sie wahrscheinlich dann nochmal tätig werden. Ich weiß es nicht, wie die arbeiten, aber ich gehe da mal von aus. Achso, ich muss den ganzen Kram ja auch nochmal anschließen. Das wäre ja auch sinnvoll, ne? Sonst kommen wir hier natürlich auch nicht wirklich weiter. So, das schon angeschlossen. Bizeps, dann auch dir vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen in der Community. Ich meine, ich sage euch gleich für die Leute, die jetzt gerade bei Oxygen Not Included followen, ich werde nicht immer Oxygen spielen. Ne? Ich mische immer ganz gerne durch. Wir spielen ja auch ganz gerne mal Seven Days to Die oder mal S-Turnier oder auch Resident Evil habe ich letztens gespielt. Resident Evil 2, Anno Foundation und so weiter. Ne? Sowas immer so durch die Bank mischen wir eigentlich alles. Nur mal so, weil es gibt, glaube ich, auch Leute und viele Streamer oder einige Streamer, die halt wirklich immer nur das gleiche Spiel spielen und das ist nicht so meins, nicht so persönlich meins. Einfach mal auf Englisch, dann wieder auf Deutsch stellen, dann updatet sich das. Aber eigentlich habe ich immer irgendwie alle paar Tage, steht da immer irgendwie bla bla bla, wurde geupdatet. Also das geht eigentlich mal ganz gut. Soll es den Vulkan sichern? Ja, das ist nämlich auch noch so ein Ding, was ich, der ist natürlich inaktiv, das würde natürlich erklären, warum es kalt ist. Nur ich verstehe es ganz ehrlich nicht, warum ist es hier so enorm kalt, wenn er ein Vulkan ist. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber okay, du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht. Das können wir gerne mal machen. Magmatit. Überhitzungstemperatur. Obsidian. Ich hatte doch noch mal. Ich würde ganz gerne mal. Abyssalit würde ich ganz gerne mal abbauen. Weil Abyssalit, ich glaube, Abyssalit war immer der beste Isolator. Mal hier, das wird sich auch aufwärmen mit der Zeit. Also Abyssalit war, glaube ich, mal das Beste. Das ist Phosphorit. Das bringt uns nichts momentan. Hier müssen wir bei dem ganzen Kram. Granit. Ich möchte das ganz gerne mal ausprobieren. Ich muss mich da leider mal hochbauen. Auch wenn wir hier Schmodderwasser haben. Aber ich würde das ganz gerne mal. Gerne mal wegbauen. Nee, da war oben ein Recht. Ja, nein, ich habe schon gesehen, dass es ein richtiger Vulkan ist, gar keine Frage. Nur, was mich eben halt wundert, ist, dass es hier die ganze Zeit so mega kalt ist. Ich zeige es ja gerne nochmal. Hier ist es, guck mal, hier ist so 11, na gut, mega kalt. Mit 11 Grad ist es nicht mega kalt. Aber Vulkan, da erwarte ich schon, dass es ein bisschen mehr warm ist. Na, vielleicht ist es auch einfach nur daran, dass es eben ein inaktiver Vulkan ist. Also da kommt vielleicht noch was. Habt ihr natürlich recht, da muss ich ein bisschen absichern, das Ganze. Eisvulkan. Schön wäre es. Ein Eisvulkan wäre schon nicht verkehrt. Ach, guck mal, hier haben wir das auch schon fertig. Unser Starkstrom. Dann könnte man hier eigentlich auch den Generator schon fast wieder abbauen. Du-du-du-du-du. So, bauen wir den darüber. Und dann bauen wir nämlich da die Zuleitungen. Ich baue die erstmal bis hier, weil dann kann ich den Schmodder erstmal abreißen. Beziehungsweise reißen wir das ab, damit wir hier die vernünftige Stromzuleitung bauen können. Unter dem Vulkan ist so ein Neurad-Dingens. Das ist arschkalt. Markellien oder. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für den Hinweis. Ich weiß, das ist Neutronium. Ja, das ist aber hat aber auch im Prinzip keine Temperatur. Im Prinzip hat es keine Temperatur, es ist einfach neutral.
Eisvulkan wäre doch mal was anderes. Ja, definitiv wäre das was anderes. Ja, wäre auch nicht verkehrt. Ich will nur hoffen, dass der noch ein bisschen ruhig bleibt, weil sonst haben wir gleich vielleicht ein Problem. Ich werde hier nochmal auf ein bisschen Prio gehen. Das hat er alles gebaut, das ist alles in Ordnung. Hatte ich noch irgendwas, hatte ich doch mit hoher Priorität hier, ne? So. Zack. Ich forsche erstmal auch nur bis hier. Achso. Oh, wir haben ja auch noch einen Duplikanten, theoretisch. Würde ich aber ganz gerne ablehnen, auch wenn da gute bei sind. Also Landwirtschaft, Viehzucht, ja. Aber die kommen ja auch noch mal irgendwann wieder. Aber ich brauche momentan keine weiteren Duplikanten, weil wir haben zwar genug zu essen, aber bevor das nachher ins Negative fällt, mache ich das erstmal so. Ich will erstmal ganz gerne ein bisschen Abyssalit abbauen. Weil ich glaube, das ist eben der beste Isolator. Und das würde sich, glaube ich, lohnen, wenn wir das hier vorne hinbauen. Hoffe ich. Gemeisterte Berufe gucken wir uns alles gleich noch an. Was haben wir hier überhaupt jetzt nochmal freigeschaltet? Das war Ölraffinerie. Können wir mittlerweile... Hier haben wir auch noch den anderen Kram wegen Strom. Tierfütterer, das müssen wir alles mal sehen, nach und nach. Mit dem kann man nicht mehr bauen? Was? Ach, mit dem kann man nicht mehr bauen, das meintest du. Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß es eben nicht. Ach, das kommt von hier oben, ne? Hier ist natürlich wieder alles. Hier ist natürlich wieder alles I. Das kann natürlich sein, dass es so ist. Nimm Granit, bevor du enttäuscht wirst. Du meinst Granit zum Isolieren, ja? Okay. Ich vertraue euch mal. Granit. Überhitzungstemperatur. Weil vorher stand ja auch mal definitiv, das ist isolierender Ziegel. Ja, isolierender Ziegel. Ja gut, okay. Wenn ihr sagt, das ist so richtig, dann ist das so richtig. Dann hoffe ich, dass es dann auch so ist. So, dann machen wir nämlich hier ein bisschen. Ich würde den ganz gerne mal ein bisschen einpacken hier. So vielleicht. Zack. Und hier packen wir auch nochmal einen rein. Der Rest sollte sich so ergeben. So, dann brauchen wir eigentlich noch eine vernünftige Schleuse. Überhitzungstemperatur. Nehmen wir mal so eine Schleuse hier. Ich nehme immer Magmatit. Davon hat man Massen und isoliert super. Okay. Also nochmal kurz als kleine logistische Frage für zwischendurch. Nehmen wir jetzt Magmatit oder nehmen wir Granit? Also ich würde jetzt sonst immer auf Granit, ich würde sonst jetzt Granit bauen. Oder wollen wir tatsächlich Magmatit nehmen? Weil Magmatit macht natürlich schon Sinn. Weil Magmatit ist, findet sich auch hier unten irgendwo bei der Lava. Insofern würde natürlich Magmatit schon Sinn machen. Aber was isoliert denn besser jetzt? Nehmen wir jetzt Magmatit oder Granit? Noch kann ich umbauen. Ich bin für Granit. Ich sehe gerne mal Alternativen. Okay. Lass mal Granit. Lass mal Granit. So. Trotzdem, wir haben ja Obsidian abgebaut. Müsste. Obsidian, sag ich schon. Abyssalit. Hat er noch nicht abgebaut, ne? Ne, hat er noch nicht abgebaut. Abyssalit. Und gleich fackelt die Base ab. Das kann durchaus sein. Durchaus möglich. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich den freigelegt habe. Das kann natürlich alles passieren. Das wäre alles möglich. Das wäre alles durchaus möglich. Das wäre alles möglich. Was wollte ich jetzt ausprobieren? Ich wollte isolierten Ziegel ausprobieren. Sandstein, Magmatit, Granit, dann. Ja, gut. Kein Abyssalit dabei. Schade. Abyssalit war wirklich richtig gut.
Die Kohle brennt. Hockey Meets. Das wird schon nicht passieren, hoffe ich. Ja, das habe ich schon immer hingekriegt, sowas. Darin bin ich gut. So, dann baut mal, Jungs und Mädels. Hier ist schon wieder alles voller Wasser, ne? Weil hier wieder oben alles voll ist. Ich muss das einmal hier vernünftig sauber kriegen lassen. Naja, Abyssalit musste halt verarbeiten mittlerweile. Ach, ist es tatsächlich so, dass man Abyssalit hier in dem Steinzermaler raffinieren kann sozusagen und das dann trotzdem benutzen kann? Aber es gibt ja Alternativmaterial fürs Midgame. Ah, okay. Kommen wir irgendwann hin, hoffe ich. Kommen wir irgendwann hin. Nee, in der Molekularforschung. Okay. Gut. Die habe ich, da hatte ich die nicht auch schon erforscht. Veredeln. Brennofen. Du meinst es nicht Brennofen, ne? Brennofen war ja für. Steht ja auch da. Wandelt Ton zu Keramik um. Schauen wir mal. Whee! So, wir sind schon wieder bei 40 Stress. Weil Pity, dreckig, nasse Füße, hungrig. Ja, ist natürlich schwierig. Aber momentan müssen wir eben dann noch ein bisschen nach oben arbeiten. Das ist natürlich doppelt schwierig. Ah, hier sieht es schon ganz gut aus. Mal kurz eine Frage zum Endgame. Als einer der letzten Forschungspunkte steht irgendwas von wegen Raketenforschung. Kann man ähnlich wie bei Rimworld am Ende per Rakete entkommen? Nein, das ist tatsächlich so, dass du auf andere Planeten oder beziehungsweise hier sind es ja eher Asteroiden, dass du auf andere Planeten fliegen kannst, um tatsächlich dort auch weiter abzubauen. Du kannst also von anderen Planeten kannst du auch Algen holen, du kannst da Eisen herholen und so weiter und so fort. Also du kannst auch auf anderen Planeten Asteroiden farmen, damit du das Material hier zur Basis bringen kannst. Also kannst du auch später nachher deine Basis hier versorgen. Oder du kannst besondere Dinge finden, wie jetzt der Hockey schreit. Also es geht mir bei der Rakete nicht darum zu entfliehen, sondern es geht einfach darum, sein Imperium weiter auszubauen. Aber da sind wir noch lange nicht. Noch lange nicht. Ich glaube auch, ganz ehrlich, je nachdem, wie lange und wie oft ich das hier weiterspiele, werden wir es auch bis zum nächsten Update, was in 8 Wochen vielleicht dann irgendwann sein wird, werde ich es wahrscheinlich auch nicht gebacken kriegen. Was macht der Hirntoaster? Der Hirntoaster, was du gerade quasi vorhin gesehen hast, der verbessert Eigenschaften von dir. Du hattest ja gesehen, als ich dich geröstet habe, hattest du plötzlich irgendwie 20% mehr Moral oder plus 20 Moral. Ein 20 plus 20 Moralwert. Endlosspiel. Grundsätzlich, ich habe Oxygen Included noch nie bis zum Ende gespielt. Also im Prinzip ist es ein Endlosspiel. Ich weiß aber nicht, was die anderen Asteroiden hergeben. Ob die tatsächlich für ein Endlosspiel taugen oder ob da noch irgendwie was kommt, das weiß ich nicht. Aber du spielst schon so lange dann an Oxygen, dass du es schon fast eigentlich als Endlosspiel bezeichnen kannst. Das ist schon richtig. So. So, dann baut mal weiter hier, Jungs und Mädels. Bevor der Vulkan ausbricht. Es ist eine Sandbox ohne wirkliches Ziel. Na, das Überleben ist halt das Ziel, ne? So das Übliche halt. So. Hier müssen wir noch ein bisschen bauen. Hier fehlt noch einmal Strom. Kupfer zu Kupfer. Goldamagan zu Gold. Eierschale zu Kalk. Wolframit zu Wolfram. Sedimentgestein zu Sand. Zu Sand. Obsidian zu Sand. Bla bla bla. Wie lange braucht der Toaster zum Nachladen?
Irgendwie stand da was von wegen zu wenig Ressourcen. Wackylator Recharge, keine Ahnung. Also ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass du das sowieso nicht aufladen kannst. Also noch nicht aufladen kannst. Dafür braucht man auch irgendwas aus dem Weltraum, sagt Genie. Okay, das kann sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid da natürlich dann auch wesentlich mehr im Thema als ich. Ich spiele das. Dafür spiele ich einfach Oxygen Not Included nicht oft genug, um tatsächlich da richtig im Thema zu sein. Ich bin schon froh, wenn ich es mitbekomme, wenn ein Update rauskommt und wenn ich es vielleicht mal Probe zocken kann. Na, also neues Update, wenn es vielleicht mal wieder eine neue Testphase gibt, dann freue ich mich schon, wenn ich das mitbekomme und dann einfach mal ein bisschen drauf loszocke. Update soll heute kommen, genau. Ich habe mich nur gewundert. Ich dachte, das sollte schon letzte Woche kommen, das Update. Und im Startbildschirm, ich glaube, da warst du noch nicht da, Genie, da stand auch drin, dass weniger als ein Tag bis zum nächsten Update kommen soll. Aber ich spiele ja schon quasi mit dem neuen Update. Das ist ja hier noch die Quality of Life MK2 Demo Testversion. Müsste eigentlich so funktionieren. Bin mal gespannt, ob die noch was reingehauen haben in den letzten Tagen vor der Preview. Kann sein. Was mir übrigens, wo du das gerade sagst, Huki, ich habe das am Anfang schon mal erwähnt, sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Was sie auf jeden Fall schon mal gemacht haben, meine ich zumindest, ist, wenn du hier mal genauer guckst, gehen die irgendwie durch eine Tür gerade durch. Da zum Beispiel, hast du es vielleicht gerade gesehen? Diese Wand, die dahinter ist. Das ist doch neu. Also ich meine, das ist neu. Man sieht das, glaube ich, hier oben auch nochmal. Da sieht man es, weil da die Tür auf ist. Da sieht man noch quasi die Wand, also von die linke Seite von der Türzarge sozusagen. Das ist doch, glaube ich, neu. Also das war, meine ich, vorher noch nicht da. Die haben Backplates hinzugefügt, aber nur optisch. Natürlich nur optisch, klar. Natürlich nur optisch, aber es sieht ja auch besser aus. Ich finde, das ist wesentlich stimmiger. Die waren vorher schon luftdicht nach außen hin. Luftdicht schon. Also ich meine, ob du jetzt... Das ist wirklich jetzt nur eine optische Sache. Na klar, es ist luftdicht. Na? Aber ich finde es halt so auch schöner. Macht ja eigentlich auch mehr Sinn, weil wenn du nachher hier oben bist, wo du nachher tatsächlich keine Rückwand mehr hast und das total offen ist, dann sieht das natürlich schöner aus, wenn du eine Tür reinbaust, die tatsächlich dann auch tatsächlich zu ist. Na, die hat dann eben halt auch so den Eindruck, dass sie wirklich zu ist. In der Weltraumzone, ja genau, okay, meine ich auch. Das meine ich. Und vorher war das eben nicht so. Vorher hast du einfach nur eine Tür gehabt und hattest jetzt eben halt nicht so diesen optischen Eindruck, dass es tatsächlich verschlossen ist. Aber wie gesagt, auch da sind wir noch lange nicht, bevor wir hier mal irgendwann... das wird noch eine ganze Weile dauern. Guck mal, die müssen ja erstmal hier die ganzen Generatoren fertig machen. Erstmal hier alles. Erstmal alles fertig bauen. Das ist... Oh. So, okay. Natürlich wieder kein Strom, das müssen wir auch nochmal fixen. Das würden wir ja gefixt kriegen, wenn wir das hier mal alles hier so ein bisschen... Ist aber auch schon fast eine Woche her, deswegen bin ich ja so noch nachher gespannt. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob wir sonst zwischendurch mal rausgehen, uns das Update ziehen und dann vielleicht noch ein Update nochmal spielen. Das müssen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Oxygen Not Included, gar nicht so viel spielen. Ich wollte eigentlich eher nochmal vielleicht ein bisschen Resident Evil zocken oder noch irgendwas anderes. Ich bin da momentan so ein bisschen hin und her gerissen, was man noch alles zocken könnte. Es gibt ja so viele Sachen, die ich auf dem Schirm habe und so viele Sachen, die ich momentan gerade so auch in der Freizeit einfach mal spiele. Ja. Hier können wir ja auch mal ganz gesund hin. Und hier haben wir natürlich noch Chlorgas. Ah, ja, die ganze Filterarie müssen wir ja auch nochmal durchmachen. Ach Gott, das hat mich, glaube ich, mit noch am meisten fertig gemacht. So diese ganze Filterarie, nochmal 1000 Filter bauen und herrlich, doch. Herrlich.
Charitable Release on Tuesday, February. Preview Branch. Gegen 23 Uhr. Okay. Ja gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Mit dem Update. Ich denke auch mal nicht, dass... Wir spielen im Prinzip ja schon mit dem Update. Also da wird, denke ich mal, dass das den Großteil werden wir vom Update werden wir schon sehen. Ob dann nachher noch Kleinigkeiten zukommen, das ist dann halt so. Machen wir sonst beim nächsten Stream. Ich will ja nur hoffen, dass wir das Safe-Game erstmal so weiter zocken können, weil das ist jetzt schon mal sehr gut. Vor allem jetzt gerade, wo die Updates eben nicht mehr so viel richtig neuen Content bringen. Es ist schon mal von Vorteil. Das Sauerstoff-Overlay, das kann ich machen. Sauerstoff-Overlay. Hier oben ist es ein bisschen. Da müssen wir Kohlenstoffdioxid nochmal wegmachen. Da haben wir noch Kohlenstoffdioxid. Das müssen wir nochmal nach unten weiterleiten. Könnten wir sonst erstmal entweder hier... Ich glaube, das machen wir hier. Hier können wir das mal wegleiten. Hier ist auch noch ein bisschen Sauerstoff. Da müssen wir ein bisschen umbauen hier noch. Da können wir gleich noch mal ein paar Blöcke setzen. Damit wir ein bisschen lüften können. Wolframit, hohe Wärmeleitfähigkeit, thermisch reaktiv. Ja, das Kupfer ist natürlich auch mit 2000. Wird das natürlich auch so langsam fies. Alle 4 Stunden schläft bei mir immer eine andere Gruppe an Dupes. Also du hast es auch mehr so schichtmäßig gemacht. Fehlt da ein Stromanschluss am Rockgranulator? Ja, definitiv. Die bauen momentan hier die Kabel nicht weiter. Was ich auch so ein bisschen komisch finde, vielleicht habt ihr garantiert da ein bisschen mehr Ahnung von. Ihr seht ja hier, normalerweise hast du hier das dicke Kabel. Ich habe das dicke Kabel hier durchgezogen. Jetzt zeigt er mir aber hier ja noch das kleine Kabel an, weil ich das hier unten angeschlossen habe. Was ist nun korrekt? Also ob er das nun richtig angeschlossen hat oder es ist... Er macht irgendwie aus dem dicken Kabel dann doch ein dünnes Kabel und dann wieder ein dickes Kabel. Ist immer ein bisschen schwierig.